Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Christmas Winterland Event Video. Wir stehen hier noch beim Weihnachtsmarkt in Winterland und schauen mal, wohin die Reise geht. Ja, Oklahoma ist ja eigentlich ganz gut. Danach geht es ja Richtung Kansas wieder. 62 Meilen in der Overworld. Ja, ich würde sagen, auf nehme ich an. Für 4,5, knapp 5000 gibt es dafür. Fahren wir vom North Star, von dem Post Office nach McAllister. Wo ich auch noch nicht gewesen bin, obviously, weil ich ja glaube ich nur hier war. Ich glaube, ich war ein bisschen nur in Geimen. Ich weiß nicht. Ja, ist ja auch egal. Das Event, das Christmas Winterland Event, das ist ja das Community Goal, wurde ja schon achieved. Und time to hit the road. Das Cruising Kansas Event, das ist bei 102,2 Millionen von 125 Millionen. Wird also auch langsam ein bisschen eng dort. Ich glaube, das Winter-Event geht ja bis zum... war das 7.? Na, bis zum 14. Und Kansas bis zum 28. Gut, ist ja eigentlich noch eine Menge Zeit fürs Kansas-Event, aber... egal. Kriegen wir... also das sollte eigentlich locker machbar sein. Was haben wir es eigentlich hier? Wir haben es hier 31 Meilen auch, okay. Und wie gesagt, das nächste Video im American Truck Simulator fahre ich dann wieder vom Cruising Kansas Event und dann fahre ich das Christmas Winterland Event noch im American Truck Simulator. Früh wieder gebremst. Turn left. Ich hab's auch ein bisschen verschätzt. Ich habe eigentlich ja gedacht, dass ich am Samstag dann anfangen kann aufzunehmen hier für vom Cruising Kansas Event. Aber ich war einfach einen Tag daneben. Denn ich muss eigentlich noch am Freitag erst schon aufnehmen. Was ich... also eigentlich muss ich es machen, prinzipiell. Ne? Oder ich mach einen Tag... lass den Samstag, dass es dann am Samstag kein Video gibt. Dass ich dann am Samstag aufnehme, kann ich natürlich auch machen. Weil ich... also eigentlich... ich sehe mich ehrlich gesagt nicht wirklich die Energie haben, am Freitag noch aufzunehmen nach Arbeit. Ich glaube, das ist ja auch gar nicht mal so verkehrt. Dann lassen wir noch mal einen Tag aus. Ich glaube, das ist nicht verkehrt, wie gesagt. Dann habe ich die Zeit am Samstag ein bisschen mal aufzunehmen. Ich werde zwar auch noch mal das E-Bike zur Reparatur bringen müssen, weil aus einem mir ungleichen Grund. Also gut, ich habe eine Erklärung dafür, aber ob das also eben wird wahrscheinlich so das sein. Also ich vorne funktioniert das Licht nicht mehr, hat einen Wackelkontakt.
Hinten läuft es einwandfrei. Ich vermute einfach mal, dass es an der ganzen Feuchtigkeit, am ganzen Regen der letzten Tagen liegt, Wochen. Und zusätzlich dazu halt dann in Kombination mit teilweise echt schlechten, in Form von holprig halt, sehr holprigen Fahrradwegen. Dass es dadurch einfach sich irgendwie der Kontakt leicht gelöst hat. Und durch den noch mehr Regen und weitere schlechte, holprige Abschnitte. Der Wackelkontakt so stark geworden ist, dass ich den auch nicht mehr beheben konnte. Also vorübergehend beheben konnte. Deswegen musste ich heute mit dem. Die Schicht beenden mit dem Swapfeeds-Fahrrad. Und ich bin echt überrascht, dass ich es so lange ausgehalten habe, mit so einem Bike zu fahren. Also, vor allem mit dem ich auch schon lange gefahren. Aber ich glaube auch, dass unter anderem daher auch meine dass ich aufgrund des Swapfeeds-Bikes die Probleme mit der Schulter und der Schultermuskulatur, dass die dadurch entstanden sind, unter anderem, dass sie sehr viel dazu beigetragen haben. Ich habe es eigentlich weitestgehend hinbekommen, da die. Ja, wir können ja auch hier direkt links raus, oder nicht? Würde ich behaupten, oder? Wenn wir links raus können, dann fahren wir da lang. Ansonsten fahren wir jetzt dem anderen nach. Let's do this. Oder ist es einfach der See? Ich bin verwirrt. Ich glaube, das ist der See. Dann fahren wir zu dem. Drive 19 Meilen. Zum Glück hört der Regen so ein bisschen auf. Kommt zwar der Wechsel jetzt zum Schnee, aber naja, mal schauen. Ich hoffe ja, dass die ganzen Sachen noch trocken werden. Ich bin vorgestern richtig nass geworden. Also ich bin so nass bin ich nie geworden. Also im Grunde genommen war ich überall nass, bis auf eigentlich war ich überall nass. Ich war sogar so nass, dass ich einfach irgendwann so nach dreieinhalb Stunden dann nochmal für anderthalb bis zwei Stunden in einer Pfütze gesessen habe, die sich einfach zwischen Regenhose und normaler Hose gebildet hat. Also habe ich dann gestern gelernt, beziehungsweise vorgestern.
Aber ich meine, ich bin ja schon häufiger lange draußen im Regen gewesen. Und so mit auch mit Regenhose, aber ich glaube, so krass war es noch nicht gewesen. Davor war es halt höchstens so, dass das vorne alles voll geregnet war, trotz Regenhose, aber so krass war es bisher nicht gewesen. Macht man echt nie aus. Das Einzige, was ein bisschen ungünstig ist, jetzt mit dem Wintereinbruch. Mit dem wiederkommenden Wintereinbruch. Ich habe es eigentlich so früh, wie es ging, halt bestellt diese Woche. Als ich gesehen habe, okay, es wird wieder kälter. Als das dann offiziell war, so gesehen. So kommt nur 44 Meilen bis McAllister. Und ja, ich war nur bei Geimen. Also entdecke ich jetzt auch ein bisschen was von Oklahoma. Ich für mich zumindest. Auf jeden Fall habe ich einfach weil ich bisher noch keine Reinschuhe gefunden habe, die wirklich über einen längeren Zeitraum als eine Stunde die Hände warm halten, auch keine beheizten Handschuhe nicht, auch Beheizhandschuhe nicht, so habe ich einfach solche Handwärme gesehen, gefunden und mir dann gedacht, okay, bestell die mal. Hast ja Prime, ist dann ja wahrscheinlich so in 2-3 Tagen da. Also wäre dann prinzipiell gesehen vielleicht Donnerstag oder Freitag gekommen. Aber frühestens Montag. Maul von 7 Euro oder bezahlt. Aber ich hab's halt am Dienstag bestellt, so ohne. Also, okay, ja, interessant. Ich habe eigentlich gerechnet, dass es halt ankommt, aber die ist halt nicht so. Aber da habe ich es zumindest dann nicht wieder hier auf Lager, weil es dann wieder kalt wird. So, habe ich die 65 Kilometer schon erreicht. Dürfte auch gleich bald unsere Ausfahrt kommen. Nämlich hier. Soll ich vielleicht mal dafür bremsen. Und wahrscheinlich muss ich selber in Eisen gehen, weil der Retarder ja nicht so gut ist. Und die 25 eigentlich doch schon wenn das anpeilbar sein sollten. Okay, 35 geht auch klar. Aber die 35 haben wir auch bei Längen nicht erreicht. Nicht mit dem Retarder vom Kenworth. Da fällt mir auf, ich muss den ja auch dann in der nächsten Folge dann nochmal, bevor ich, was ich gestartet, wieder in den Renault vor allem, in den Volvo switchen. Erster Aufenthalt in McAllister, the Sooner State, 2 von 10. Wobei, wenn das vielleicht, jetzt, wo wir halt nach McAllister fahren, und von McAllister dann wahrscheinlich nach Kansas, es ist ja nicht allzu eine weite Strecke nach Kansas. Das sollte ich eigentlich dann auch trotzdem noch hinbekommen. Also trotz des langen Arbeitstags. Wird da ja ungefähr so ein Äquivalent zu diesem Video sein, je nachdem. Vielleicht 20 Minuten länger. Maximal. Junge, Junge, Junge.
schön, wie McAllister jetzt bei mir, zumindest mit diesem Rechner, einfach so reinlädt und deswegen am Lecken ist. Bin ein bisschen zu schnell fürs Nachladen. Scheinbar noch ein bisschen was Größeres. Hätte ich jetzt eher von OKC erwartet. Und dann hier einmal raus und dann sind wir auch schon da. So, echt krass. Überbelichtet die Spiegel. Mich auch das einstellen kann. Wenn ihr das wisst, dann schreibt es mir gerne in die Kommentare. Würde mich interessieren. Schön ein Drive-Thru so gesehen. Drop-off. Dann laden wir mal zumindest im American Truck Simulator die letzte Christmas-Fracht ab. Ausgezeichnet, Mail and Gift Parcels von Post Office nach McAllister geliefert. Gefahrenstrecke 99 Meilen, Dauer 18 Minuten. Ich vermute mal so halbe Stunde oder 40 Minuten am Morgen. Ach, morgen sage ich schon. Im nächsten ATS-Video. Verbrauchter Kraftstoff 14,2 Gallonen. Das war der 149. erledigte Übertragungsauftrag in ATS. Es gab knapp 5000 dafür und 175 Erfahrungspunkte. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns in einem nächsten Video wieder. Entweder vom Christmas Winterland Event im Mercedes in der ETS 2 oder zum nächsten Cruising Kansas Event hier im American Truck Simulator im Volvo. In dem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video. Tschüss.